hier ist 1 Rocket Charlie. Hören Sie mich? Roger. 1 Rocket Charlie, reden Sie. Ich verlasse Ihren Zuständigkeitsbereich und fliege in Richtung Westen. Ziel, Los Angeles City. Roger, es scheint alles klar zu sein. Bis zum nächsten Mal. Guten Flug, Carrie. Zeitex Sicherheit. Hier ist Telescope Pilot. Befinde mich im Anflug. Erbitte Landeerlaubnis. Landeerlaubnis erteilt. Wir haben Sie voll erwartet. Ja, ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. 1 Rocket Charlie, wach auf, Chauncey. Ja, 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 immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Was gibt's? Ich hab den Auftrag erledigt. Ich flieg jetzt nach Hause bis zum nächsten Flug. Bin über meinen Pager erreichbar. Ja, aber lass den Pager auch diesmal eingeschaltet. Verstanden? Mr. Booker, wie sieht's bei Zytex aus? Gut, Chief Matthew. Wie war Ihr Flug von Langley? Oh. Also, bringt das hinter uns. Öffentliche Plätze machen mich nervös. Nein, Tageslicht macht Sie nervös. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man etwas in der Hand hält, das das Gleichgewicht der Mächte unseres Planeten beeinflussen könnte. Wann kommt die nächste Lieferung? Sobald Onkel Sam hierfür bezahlt hat. Okay. Danke, Mr. Booker. Scheiße!
zurück! Machen Sie schon! Bleiben Sie, wo Sie sind. Oh, mein nobler Widersacher. Was sind das doch für unglückliche Umstände? Ich darf Ihnen das hier nicht überlassen. Damit drängen Sie uns bis zum Äußersten. Ciao, Bello. Sicht zur Wand. Brav. Was immer Sie sagen, Detective. Down an interesting
glauben. Tut mir leid, aber es muss wirklich wichtig sein, Liebling. Wink hier. Ja, ja, in Ordnung, ich bin gleich da. Also, es tut mir wirklich leid. Ich muss jetzt los. Und wohin? Ach, ich weiß auch nicht genau. Irgendeine Schießerei mitten in der Stadt. Ich weiß es auch nicht. Siehst du, deswegen willst du auch kein Baby haben. Du bist mit der Polizei verheiratet, nicht mit mir. Das ist nicht wahr. Unglaublich. Du weißt, ich liebe dich, aber du wusstest auch, dass ich ein Bulle bin, als wir heirateten. Wir werden ein Baby haben. Wir müssen nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Gordy, du hast mich belogen. Carrie, das ist nicht fair. So ist es nicht. Blödsinn! Wir haben keine Zeit für ein Kind. Du arbeitest tagsüber, ich in der Nacht. Ich habe gesagt, ich würde ein Jahr mit der Fliegerei aufhören. Du bist immer nur dabei, dir Entschuldigungen auszusuchen. Du willst wirklich ein Kind in diese Welt setzen? Ich meine, während du den ganzen Tag da oben herumfliegst, sehe ich hier unten den schlimmsten Dreck der Welt. Es ist, als würden wir mit einem Eilzug mitten durch die tiefste Hölle rasen. Entschuldige, dass ich noch an Sonntagsspaziergänge im Park und an kleine süße Babys glaube. Carrie, Liebling, es tut mir leid, aber ich denk nun mal so darüber. Bitte, dann geh jetzt. Mach ich. Oh, verdammt, das hab ich vergessen. Jimmy hat mich hier abgesetzt. Ich habe meinen Wagen gar nicht hier. Schatz, könntest du mich hinfliegen, bitte? Mit Vergnügen. Ganz ruhig. Bitte, komm schon. Hey! Das ist zu nah. Hey, 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 ich bitte dich, pass auf. Für mich, dass du nicht so mit mir schläfst, wie du fliegst, sonst wäre ich in Schwierigkeiten. Wenn ich das tun würde, dann hätten wir nicht dieses Gespräch. Ich bin einfach noch nicht bereit, Vater zu werden. Lass uns noch ein Jahr warten und dann reden wir noch mal darüber. Ich will überhaupt nicht mehr darüber reden. Ich denke nun mal so. Warum verstehst du das nicht? Weil ich ein Baby haben will. Carrie, vergiss es, okay? In Ordnung, gut, ich gehe ja. Alles klar. Hey, Carrie, hör zu. Ich habe einen guten Kunden drüben im New Otani Hotel. Er wird dir das Ziel nennen, wenn ihr in der Luft seid. Einen wunderschönen guten Tag, Chauncey. Einen wunderschönen guten Tag, Carrie. Bist du nun zufrieden? Hör zu, dieser Kerl hat eine wirklich pralle Brieftasche. Du hast eine Garantiezeit von 4 Stunden, vielleicht noch mehr. Halt dich ran, Kleines. Thank you.
Einer ist noch übrig. Ja, ich habe meine Ziege gebumst. Darauf sagt der Staatsanwalt. Aber an der Geschichte ist doch noch mehr dran, ja. Farmer Brown. Farmer Brown antwortet, nachdem ich meine Ziege gebumst habe, drehte sie sich um und leckte mir die Eier ab. Doch plötzlich drehte sich der Richter zu Farmer Brown um und sagte, hey, eine gute Ziege muss das tun. Eine gute... Ach komm schon, Gordy, ich habe heute Morgen schon viele Leute zum Lachen gebracht. Oh nein, ich habe wirklich Mitleid mit dir. Sofort nach 1421 Balboa. Melden Sie sich. Das ist gleich da vorn. Dann wollen wir mal. Hier ist Einheit 12 Apple. Wir sind unterwegs. Eine hübschere Pilotin, als ich es gewohnt bin. Haben Sie Probleme mit weiblichen Piloten? Eine Welt der Männer mit all der Redekunst nicht bestehen kann, dann hat die Freundlichkeit einer Frau sie abgelehnt. Heinrich der Vierte. Ja, ich fühle mich schon jetzt in guten Händen. Wohin darf ich Sie fliegen, Sir? Meine Eigentumswohnung in einem Hochhaus an der 4. und Grand Long Beach. Die Adresse bitte. Wozu brauchen Sie die? Ich muss sie durchgeben, Sir. So lauten die Vorschriften. 1416 Grand. Ich bin müde, so müde. Hey, ich hab noch einen. Ich will ihn nicht hören. Über einen Anhalt. Geh schon. Bist du sicher? Ja. Na gut. Jimmy, sieh dir das an. Was ist es offen? Oh, Scheiße. Geh zum Wagen, fahr nach hinten und ruf Verstärkung. Okay. Hier entlang. Der Chip ist hier. Ja, okay. Ja. Ja. Klasse. Wir haben Besuch. Wer sitzt da, Kopf? Ganz ruhig. Leg sie dir um. Thank you.
sie auf uns. Mr. Fairfax, ich freue mich, dass Sie kommen konnten. Ist mir ein Vergnügen, Mr. Simpson. Wünschen Sie vielleicht eine Kostprobe meiner Delikatessen? Bitte verzeihen Sie, Sir, der Zeitplan. Nett, dass Sie mich daran erinnern. Vielen Dank, mein Freund. Gern geschehen. Ein anderes Mal, ein anderer Platz, vielleicht, Mr. Simpson. Aber im Moment ist das Geschäft von höchster Wichtigkeit. Wie Sie wollen. Würden Sie mir bitte folgen? Ohne meinen Anwalt sage ich nicht ein verdammtes Wort, nur damit Sie Bescheid wissen. Wenn Sie nichts sagen, werde ich Ihnen Ihre Zähne so weit in den Rachen stecken, dass Sie einen Monat Backenzähne scheißen werden. Dazu fehlt Ihnen der Mut. Genauso wie Ihrem beschissenen Partner. Du mieses Schwein! Gordon, ich werde dich jetzt in die Hölle schicken! Gordon! Gordon, der ist das nicht wert! Gordon! Ich weiß, was Sie durchmachen. Jimmy war ein verdammt guter Mann. Jimmy war für mich mehr als ein Partner. Er war wie ein Bruder. Und ich will verdammt sein, wenn ich diesen kleinen Wichser entkommen lassen werde. Machen Sie keine Dummheiten. Tun Sie Ihren Job. Gordon. Es tut mir leid wegen Jimmy. Verdammt schade um ihn. Ja. Danke. Haben Sie schon was von Interpol gehört? Ich brauche jemanden mit einer Delta-4-Freigabe, sonst erfahre ich nichts. Delta-4? Ja. Dann muss der Typ ein verdammter Söldner sein. Ja, hat wohl eine Zeit lang für den CIA gearbeitet. Was ist mit der Zytex Corporation? Haben Sie mit denen gesprochen? Ja. Sie haben eine Carbid-Silikon-Instrumentenplatte gestohlen. Was zum Henker ist das? Ich weiß es nicht. Es hat was mit Satellitenführung oder Verfolgung zu tun oder sowas ähnliches. Offensichtlich sind es 4 zusammensteckbare Teile. Sehen Sie hier. Aber die haben nur 1 davon. Richtig. Ohne die anderen 3 Teile ist es nutzlos. Danke, Jimmy. Sie können gehen. Zwei meiner Männer sind bei der Beschaffung gestorben. Ich sollte 100.000 mehr nehmen. Was für ein billiger Preis für diese endlose Macht, Mr. Simpson. Da sind wir einer Meinung. Ist es gut? Perfekt. Den halben Weg haben wir geschafft. Und was Sie betrifft, Mr. Simpson? Was? Sie sind nun ganz zu Hause. Wird aber auch Zeit. Ah. Gute Nacht, mein Prinz. Legen Sie los, ich bin spät dran.
Wie war Ihr Treffen? Ein durchschlagender Erfolg. Wo ist Ihr nächstes Ziel? Cytex Corporation in der City. Warum muss man mich immer sonnabends anfordern? Ich hatte eine Verabredung mit einer wunderschönen Blonden. Ja, sicher, Dirty Harry. Babylon, Sister, diesmal hat er mich nicht gekriegt. Babylon, Sister, er hat mich nicht gekriegt. Babylon, Sister. Dudley Do Right von der berittenen Polizei. Was ist los mit dir? Derby? Ich bin Officer Dudley Wright für dich. Keine Bewegung, oder ich baller dich so voll, dass du bald aus deiner Nase pissen wirst. Hast du verstanden? Warte, bis ich mein Abzeichen habe. Morgen, Ralph. Mike. Morgen, Mr. Fuller. Machen Sie Überstunden? Ich muss hart arbeiten, Ralph. Wohin wollen Sie? 1600. Ich bin in 1600. Mr. Drakes Büro? Ja, der Computer vom Alten braucht neue Softwareprogramme. Bis später. Ja, hier ist Wright. Ich beginne jetzt mit meiner Runde. Alles klar, Dudley, verstanden. Ich bin schon viel zu spät dran. Das Gebäude ist ganz in der Nähe. Fliegen Sie einfach hin. Wir haben Landeerlaubnis. Sie warten hier auf uns. Ich sage Ihrem Boss Bescheid. Mr. Charlie Drake? Hallo. Hallo. Dürfte ich vielleicht mal Ihr Telefon benutzen? Klar doch. Nehmen Sie das da draußen. Danke. Und beeilen Sie sich, ich bin sehr beschäftigt. Danke, Sir. Oh, und würden Sie bitte die Tür hinter sich zumachen? Natürlich. Sehen Sie,
Jeder Typ, der ein Abzeichen trägt, taucht auf seiner Position auf. Jeder, der kein Abzeichen trägt, müsste durch das Wärmelasersystem hier auf diesem Bildschirm erscheinen. Ja? Hallo, Chauncey? Hey, Carrie. Was gibt's? Meine verdammte Antenne ist abgebrochen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Scheiße. Hör zu, nicht aufregen. Zuerst werde ich mich um die Telefone kümmern. Hallo, hallo. Hallo? Hallo. Und dann verschließen wir das Gebäude und niemand kommt hier mehr rein oder raus. Bewegt euch! Macht schon! Los! Nicht so langsam, bewegt euch! Macht schon! Vorwärts! Das Paket ist gerade angekommen. Er hat den Koffer. Sie sind bewaffnet. Du weißt, für diesen Bastarden traue ich nicht, Arnie. Ich will, dass du mir im Labor Deckung gibst. Ja, Mr. Cranston. Das ist Mr. Cranston. Freut mich, Sie kennenzulernen. Lassen wir diese beschissenen Formalitäten. Wo ist Fairfax? Ça va? Très bien. Ich bin hocherfreut über Ihren Entschluss, meinen Vorschlag anzunehmen. Ja, ich dachte mir, wenn ich meine Seele dem Teufel verkaufe, werde ich auch die Courage haben, ihn persönlich zu treffen. Danke für die Blumen. Aber ich bin auch nur ein Mensch und wenn Sie mich stechen, dann blute ich. Oh je, reden Sie immer noch diesen Shakespeare-Blödsinn. Können wir jetzt weitermachen? Sie haben die anderen drei Teile? Ja, richtig. Gut. Und jetzt zur Phase 2, zum Geld. Geld ist die Wurzel allen Übels. Sie widerliches Schwein. Sie immer noch sehen. D'accord, meine Freunde. Er ist im Fahrstuhl nach oben.
Er ist ausgestiegen, und zwar im 20. Stockwerk. Was? Wer sind Sie? Ich bin die Helikopterpilotin. Was ist denn passiert? Ich bin... Weg hier! Okay, was ist hier eigentlich los? Sie werden uns wegen dieses Koffers umbringen. Attention, attention, Sie wollen hoch auf das Dach. Das Ende des Lebens trennt alle Bande. Scheiß Shakespeare. Aber ich mag ihn. Ciao. Findet diese Schlampe.
Oh mein Gott! Hey, Ralph, ich habe hier zwei Leichen auf Monitor 7. Ralph? Ralph! Oh mein Gott! Eure Aufräumarbeiten waren mies. Wirklich mies. Hier überall in diesem Gebäude laufen noch irgendwelche Leute rum. Also beeilt euch endlich und findet diese Pilotin. Erledigt eure Arbeit. Hier, Frank. Danke. Hörst du? Bip, 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 der Rennfahrer kommt. Bip, bip, bip. Mr. Drake. Oh, was ist denn mit Ihnen passiert? Einige Männer versuchen, mich umzubringen. Sie bleiben hier und ich hole den Sicherheitsdienst. Ja. Im Fahrstuhl gibt es Aktivitäten. Hallo, hallo. Unsere Freundin 1 Rocket, Charlie. Kommen Sie rein hier. Hey, nicht so schnell, Babe. Wir haben viel Zeit. Halten Sie die Klappe. Sie wollen den stillen, starken Typ. Den kann ich geben. Hören Sie, wir zwei, wir sollten nicht meine so... Oh, ich liebe Reißverschlüsse. Und sie hat einen Freund bei sich. Halte den Fahrstuhl an. Was ist hier los? Er ist im 23. Ich... Sehen Sie mich an. Wir kommen hier raus, okay? Kommen Sie! Reißen Sie sich zusammen! Ich bekomme keine Luft! Sehen Sie vorne nach. Okay. Viel zu heiß für diese Scheiße. Nicht übel. Hübsche Uhr. Hey, das interessiert mich im Moment nicht, okay? Gibt's was über die Täter? Ja, sie waren gerissen. Höchstwahrscheinlich Profis. Verdammt. Wissen Sie, wie man aufs Dach kommt? Ja, sicher. Kommen Sie. Dann los. Nicht so aus, als wäre jemand hier oben gewesen. Wir werden sehen. Ich muss kurz telefonieren. Hey Clancy, Gordon, haben Sie was von dem Wichser erfahren können? Gordy, warum haben Sie sich nicht früher gemeldet? Wir haben schlechte Nachrichten, Mann. Erwischt hat's ihn. Was bitte heißt, erwischt hat's ihn? Ich meine, jemand ist hier reinspaziert und hat ihn kalt gemacht. Er ist seit 2 Stunden tot. Scheiße! Clancy! Schon was von Gordon gehört? Hey, bewegen Sie ziemlich schnell Ihren Arsch hierher. Der Captain kriegt einen Anfall, er will Sie sehen. Hey, was gibt's? Hier, sehen Sie. Sagen Sie ihm, ich bin unterwegs. Ja, werde ich.
Wo haben Sie das gefunden? Hier vorne war's. Ja, Hellish Court. Hey, Chauncey, hier ist Gordy. Hey, Gordy, wie geht's? Hat Carrie sich gemeldet? Sie hatte vorhin angerufen. Sie hatte Schwierigkeiten mit ihrem Funkgerät, dann wurden wir plötzlich unterbrochen. Ich weiß nicht, dann ist sie verschwunden. Was meinen Sie mit, sie ist verschwunden? Wo? Da hat sie den letzten Kunden hingebracht. Hyatt Regency in Long Beach. Ich hab's geprüft, aber sie ist nicht da. Hören Sie, ich bin im Hyatt Regency. Ich bin auf dem Dach und unten liegt eine Leiche im Pool. Ich hab ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Wenn du schießen willst, dann ist hier die Sicherheitsanregelung. Tipp nur ganz vorsichtig an den Abzug. Okay. Und Feuer. Nicht übel, hä? Okay. Hier, nimm. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Ich komme aus Mahalia, Texas. Vergiss das nicht. Mahalia, Texas. Es gibt da andere Dinge, die du sehr gut kannst. Oh, ist das so, kleiner Sonnenschein? Ja. Beeilen wir uns! Es gibt nur 11 Punkte, wo ein Helikopter in L.A. landen darf. Dort irgendwo muss sie sein. Überprüft die anderen Stockwerke. Ich will, dass diese Schlampe sofort gefunden wird.
Es ist... Halt's Maul! Dieser Mann will Ihnen etwas sagen. Sie wollen die süße Blondine im Fliegeranzug? Ja. Ich weiß, wo sie ist. Ich werde es Ihnen sagen, wenn Sie mich gehen lassen. Okay? Sicher. Sarkov, Sarkov, du warst schon mal besser. Halt! Keine Bewegung! Hören Sie auf! Sie sind eine von denen, habe ich recht? Sehe ich für Sie wie ein Killer aus? Vielleicht. Ja, ja, ist für möglich. Gib das her! Hey, das ist meine Waffe. Die ist ja noch nicht mal geladen, Junge. Sie könnte losgehen, meine Versicherung zahlt nur die Hälfte. Ich habe hier Aktivitäten im 23. Stockwerk. Kümmere dich darum. Wir müssen uns verstecken. Wo können wir uns hier verstecken? Ja, ja, kommen Sie. Dort, hier rüber. Hier rein. Geben Sie mir die Kugeln. Okay, kommen Sie. Ist besser, wenn ich Ihnen von hier Deckung gebe, okay? Blondes Miststück. Das war ich. Das war ich. Liedermeier? Liedermeier! Liedermeier! Ich glaube, wir haben ihn verloren. Da ist er! Das ist Ihr Helikopter! Umkreisen Sie ihn und zurückfliegen. Oh mein Gott. Sie haben Geiseln. Wir müssen was unternehmen. Wir können sie nicht einfach da lassen. Ja, ich weiß, aber was...
Oh, so ein Mist! Was ist? Sie haben das Abwehrsystem eingeschaltet. Sämtliche Ausgänge sind verschlossen. Ich werde einen Ausgang finden. Ich kann nicht hierbleiben. Ich verstehe. Passen Sie auf sich auf. Sie auch. Sie hält. Ich habe einen Einbruchalarm im obersten Stockwerk. Aber ich glaube, das ist sie nicht. Das ist die Polizei. Bist du okay? Ich hab Angst. Ich will zu meiner Mami. Meiner Mami geht es gut. Komm, wir gehen. Sind sie nicht. Gehen wir. Ja, okay. Wie ist dein Name? Billy Ray Johnson. Also, Billy Ray, ich werde deine Mami finden und du wirst dich nicht von der Stelle rühren, okay? Nein, gehen Sie nicht weg. Ich will nicht alleine sein. Ich habe keine Zeit für alberne Spielchen. Ich werde alle 5 Minuten eine Geisel töten, bis sie mir den Koffer übergeben. Übrigens, ich habe genug Geisel für 1 Stunde. Danke. Ich werde dir jetzt ein sicheres Versteck suchen, okay? Okay. Hallo? Ich habe den Koffer. Wollen Sie? Ja.
Ist da 1 Rocket Charlie? Ja. Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor. Sie lassen die Geiseln frei und ich sage Ihnen, wo der Koffer ist. Und wenn Sie uns anlügen? Ich werde mich Ihnen stellen. Somit haben Sie immer noch eine Geisel. Einverstanden. Also, wo sind Sie? Ich bin da, wo es heiß ist. Oh, merde. Wir haben ein Feuer im 7. Stock. Fairfax, Sie haben eine Verabredung mit der Pilotin. Und zwar im 7. Stock. Scheiße. Nakim, lösch das Feuer in der Westhalle. Nummer 7. Merde, jetzt kriegen wir Besuch. Wenn das nicht 1 Rocket Charlie ist. Okay, ich verschwinde von hier. Unser Deal geht doch klar. Du mieses Schwein! Das stimmt nicht an unserer Gesellschaft. Frauen wie diese, sie ist Abschaum. Technisch gesehen, Sir, haben Sie nicht geliefert. Ich habe sie gefunden. Warten Sie, Moment. Ich habe hier Hunderttausende von Dollar. Ja, und ich werde Sie beteiligen. Er will mich zu seinem Partner machen. Oder besser noch, es gehört Ihnen. Eine Plage, wenn Diebe nicht ehrlich zueinander sein können. Ja, nein! Jetzt zu Ihnen, Mrs. Wink. Wenn Sie vielleicht die Hoffnung hegen, am Leben zu bleiben, sagen Sie mir, wo der Koffer ist. Lassen Sie die Geiseln gehen, dann sage ich's Ihnen. Sie sind nicht in der Position zu verhandeln, Mrs. Wink. Dieses Gebäude ist ziemlich groß. Vielleicht müssen Sie Monate nach dem Koffer suchen. Natascha, würdest du so freundlich sein und eine von Mrs. Winks geschätzten Geiseln umbringen? Nein, bitte nicht! Sollen wir weitermachen? Nein! Ich werde sie hinführen. Los, Leiter rüber! Verfluchte Scheiße! Die gesamte Feuerwehr ist angerückt. Natascha, roll den roten Teppich raus. Ich schwöre, er war hier. Unsinn. Wir sollten sie jetzt umlegen. Ich habe keine Zeit für miese Spiele, Baby. Ich schwöre, er war hier. Vielleicht war es ein anderes Stockwerk. Bring sie da rein und vergnüg dich mit ihr. Und du kommst mit mir zusammen. Wird dir Spaß machen. Komm, wir werden ein bisschen rumspielen. Thank you.
Los, komm! Code-3-Situation. Braucht eine Spezialeinheit. Notärzte, ein Absperrungsteam. Sofort! Das ist nicht gut. Oui. Überhaupt nicht gut. Vielleicht sollten wir abbrechen, Fairfax. Niemand verlässt das Gebäude, bis ich nicht das habe, weshalb wir hergekommen sind. Hallo, mein Freund. Informiert die Bundespolizei. Sperrt alle Straßen weiträumig ab. Sofort! Die Wagen, die im Weg stehen, werden abgeschleppt. Wir brauchen noch Verstärkung. Ja, komm, die Wagen weg hier. Wayne Dolesky. Ich habe Simon 588 entworfen. Ruf den Abschlepp hier. Ist doch die Leute nach links. Nach links rüber. Das Computersystem, das alles im Gebäude steuert. Ich hab's gebaut. Okay, Wayne. Also, wie kommen wir da rein? Mann. Das ist nicht gut. Was? Ich habe es so entworfen, damit wir vor paramilitärischen Angriffen vollkommen geschützt sind. Wir brauchen noch Verstärkung. Die Südafrikaner haben uns fleißig unterstützt. Wir waren wirklich froh, als es fertig war, aber sie haben mir viel Geld bezahlt. Ja, gut so. Okay, Mr. Vielgeld, wie kommen wir da rein? Wissen Sie, wir sitzen in der Scheiße. Gott war wirklich nett zu dir, nicht wahr? Dich hat er wohl vergessen. Weißt du, normalerweise bestelle ich den Damen erst einen Drink, bevor ich... Aber entschuldige bitte, wenn mir keine Zeit dazu bleibt. Ich hatte mich so auf einen Drink gefreut. Alle im Gebäude. Hier ist das Los Angeles Police Department. Öffnen Sie die Eingänge, sonst werden wir uns gewaltsam Zutritt verschaffen. Ich wiederhole, öffnen Sie sämtliche Eingänge. Wir sind von der Demokratischen Volksbefreiungspartei. Wir haben 17 Geiseln und wir werden sie alle umbringen, wenn man uns dazu zwingt. Wir treten ein für Ehrlichkeit, Demokratie und für die amerikanische Lebensweise. Die Regierung ist schlecht und wir sind bereit, für unsere Sache zu sterben. Es gibt einen vierdrahtigen Abschaltknopf am Hauptcomputer. Wenn wir an diese Kabel kommen, sie kappen und einen digitalen Transponder anschließen, könnte ich die Computerkommunikation außer Kraft setzen und die Türen von hier aus öffnen. Theoretisch. Du genießt es. Oh ja, und wie ich das tue. Merkst du's? So fühlt sich ein wichtiger Mann an. Ja, Baby. Ich steigere mich noch. Ich bin gut. Glaub, du machst schlapp. Nein, nein, Baby. Du miese Hure! Du willst mich vögeln? Na los, erschieß mich da! Du Miststück! Verabschiede dich! Ah!
Das war Johnny Hill. Das war ein wunderschönes Beispiel. Wenn Sie die Geiseln befreien wollen oder eine andere Form der Aggression gegen uns richten, dann werden wir eine weitere Geisel in den Tod stürzen lassen. Die Volksbefreiung lässt sich nicht durch irgendwelche bürokratischen Verdrehungen einschüchtern. Was ich damit sagen will, Captain, ist ganz einfach. Verscheißern Sie mich nicht! Gut. Von Interpol, südafrikanisches Befreiungskommando. Südafrika? Was für eine Ironie. IQ 175, Oxford-Abschluss, ex-SAS, führte Untergrundtrupps in Angola, Bosnien-Namibia an. Was zum Teufel will dieser Mistkerl hier bloß? Keine Ahnung, wieso musste er mein Gebäude nehmen? Ich hab's schon gesagt, ich hab keinen silbernen Koffer gesehen. Dann sehen Sie nicht nochmal nach zum Teufel. Okay, okay, Mann. Sie haben nicht schwarz gesagt. Silber. Wow! Was ist das denn? Hey, Mann, kommen Sie vielleicht von der East Side? Nicht ganz. Woher, Mann? Aus der Hölle. Geh hinten rum. Viel Glück. Knüpfe ich mir die blonde Hure vor.
Zarkov, der Bulle ist im Keller. Kümmere dich um ihn. Ich hab nach dir gesucht. Ich hab dich gesucht. Hör zu, ich muss jetzt nach den Geiseln sehen. Geiseln? Ja, Geiseln. Hey. Ja? Ich liebe dich. Was tun Sie hier? Wir waren auf dem Dach verabredet. Der Plan hat sich geändert. Ich weiß. Die beschissene Kuh hat alles versaut. Eigentlich hat sie es viel einfacher gemacht. Schade, armer Schack. Ich habe dich gut gekannt. Abschied steckt voll süßer Trauer. Weiß jemand, wie man das Computersystem außer Kraft setzt? Ich weiß es. Ich werde helfen. Kommen Sie mit. Oh mein Gott. Nicht schlimm, er gehörte zu Ihnen. Es funktioniert! Oh nein! Da ist ja ein Kind in den Gängen. Ich werde den Jungen holen. So, warten Sie doch einen Moment! Du bist doch verrückt. Versuchen Sie System 5. Komm schon, komm schon. Hast du Spaß, mein Junge? Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es geschafft. Thank you.
Sie gehen aufs Dach rauf. Ich will da nicht hin. Halt den Mund. Ich will zu meiner Mami. Dass sie uns Gesellschaft leisten. Wir sind bereit zum Abflug. Rein da. Bitte! Rein. Steigen Sie in den Hubschrauber! Nein. Los! Erst wenn Sie den Jungen gehen lassen. Lassen Sie sie gehen! Dordi, warte! Ihr könnt alle rauskommen, lebend! Ich habe einen nervösen Finger und sehr wenig Geduld. Hören Sie, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie den Jungen rüber zu Gordi lassen, bringe ich Sie, wohin Sie wollen. Ich kann Kinder nicht ausstehen. Ich spiele lieber mit ihm. Geh zu Gordi. Komm her. Bleib hier. Es gab nie eine Geschichte mit mehr Leid als die von Julia und ihrem Romeo! Gordi! Nein! Bitte Sie, seien Sie doch vernünftig, bitte. Sonst muss ich den Platz räumen lassen, schrecklicher. Nein, mir wird schlecht. Hier ist Judy Lang, KDCC-Nachrichten. Ich stehe hier vor dem Seitex-Gebäude. Vor einer Stunde wurde hier ein Geiseldrama beendet. Wir warten immer noch auf Einzelheiten über die Opfer. Mehr darüber erfahren Sie in den 11 Uhr Nachrichten. Achtung und hoch! Vorsichtig, nicht so ruckartig. Ja. Geht's dir gut? Ja, geht so. Setz dich hier hin. Langsam. So ist gut. Siehst du? Ich hab dir doch gesagt, dass alles wieder gut wird. Aha. Na komm, gib mir einen Kuss. Wen sehe ich denn da? Ich hab eine Überraschung. Eine Katze. Wow, ist ja toll. Sieh mal, wer da drinnen ist. Deine Mama wartet. Na los, geh zu ihr. Junger Mann. Hey, Gordy. War schon toll, wie sich Ihre Frau um Sie gekümmert hat. Das weiß ich, Captain. Und er denkt, wir sollten kein Baby haben. Also ich gebe nach. Hey, hey. Okay, okay, genug davon. Oh, Sie beide steigen jetzt ins Auto ein. Kommen Sie. Da könnte mir mal jemand helfen. Vorsicht, die Stufe. Na komm. Also, alles Gute.